Also ich lese jetzt zusammenziehen. Ist das dir recht? Ja, was auch immer sich zusammenzieht, Schatz, mach. Ich sage nur 17 Jahre. Ja. Wenn man so richtig doll verliebt ist und glaubt, dieser Rausch könne ewig weitergehen, ich muss eine wahre Geschichte, diese hier, passiert immer wieder das Gleiche. Meist beginnt es ganz schleichend mit charmanten Andeutungen. Wäre es nicht schön, wenn ich hier öfter übernachten könnte? Kurz darauf stellt Schatzi garantiert ihre Zahnbürste ins Bad. Noch kichern beide darüber, aber man kann sich sicher sein, dass noch viele andere Dinge folgen werden. Aber nur um bald darauf festzustellen, dass die Wohnung doch viel zu klein für ein glücklich liebendes Paar ist. Natürlich zieht der Mann nicht zu ihr, das versteht sich von selbst. Wahre Helden nehmen von ihren Eroberungsfeldzügen die Beute mit nach Hause. Und nicht umgekehrt. Das aber wiederum will die Frau, jetzt da sie ihn sicher an der Angel hat, nun nicht, wodurch ihre Vorgängerin gerade eben erst die Schränke geräumt hat. Wenn man Schatzi also behalten will, einigt man sich besser auf einen neutralen Platz. Frauen nennen es am neuen gemeinsamen Liebesnest basteln und meinen in Wahrheit entrümpeln. Achso, nein, ich mach nur die Welle. Und genau damit beginnen die Probleme. Denn wohin nun mit der Pornosammlung? Wohin mit all den schönen Aktaufnahmen der Ex-Freundinnen, die man natürlich nur aus rein künstlerischen Aspekten aufheben möchte? Und wohin mit all den Liebesbriefen? Hallo? Man gibt seine Wohnung auf, also seine Freiheit, sein Fernsehprogramm, seine Chipsabende, die nette Kneipe an der Ecke, aber doch nicht sein Leben. Oder doch? Aber die meisten dieser Fragen erübrigen sich sowieso, weil aus angeblichen Platzgründen die alten Kartons zunächst vorläufig in den Keller wandern, wo sie irgendwann der eigentlichen Bestimmung zugeführt werden. Und glauben Sie mir, die liegt nicht innerhalb der Wohnung, sondern dort, wo die Müllabfuhr wöchentlich ihren Dienst tut. Auf keinen Fall, Schatz, das kommt mir nicht in die Wohnung, baut sich die Süße drohend vor einem auf. Wieso eigentlich mir? Ich dachte, wir wollten gemeinsam. Ja, aber dazu bräuchte man erstmal einen gemeinsamen Stil und damit kenne ich mich ja wohl besser aus. Und da steht man dann mit seinen Tassen vom Lieblingsverein, dem Bruce Lee-Plakat, der überlebensgroßen Beckenbauer-Kopie, dem neu gekauften Tischkicker und die sollen nun alle ein Leben im Exil antreten? Ja, wir wollen es doch gemütlich haben. Gemütlich heißt übrigens anders. Völlig anders, als man bisher gelebt hat. Wenn jetzt noch Worte fallen wie Bruchbude, Chaos, Irrsinn, Puff oder Saustall, in dem man bisher angeblich gehaust hat, sollte man sich nicht wundern. Es geht ja schließlich um die Verteilung von künftigem Lebensraum. Und da greifen Frauen gerne zu den Mitteln, mit denen uns schon unsere Mütter eingeschüchtert haben. Eigentlich könnte man auch 3 Wochen in die Kneipe gehen. Man hat sowieso nichts mitzureden. Aber das geht natürlich nicht. Denn wer schiebt dann die ganzen Möbel vor und zurück? Das ist nämlich auch so eine Sache, mit der man Männer mürbe macht. Der Schrank wird nicht einfach dorthin gestellt, wo er hingehört. Nein, Schatzi muss es ja erst einmal sehen, bevor sie entscheiden kann. Und deswegen will sie den Schrank dort haben, wo die Kommode jetzt steht. Und die Kommode dort, wo das Bett jetzt steht. Und das Bett muss sowieso näher ans Fenster. Aber da man das Fenster nicht verrücken kann. Nein, Schatzi, das geht wirklich nicht. Muss der Schrank doch wieder zurück, die Kommode sowieso und am Schluss ist wieder alles so wie am Anfang. Aber nicht ganz, denn jetzt hat die gute Frau schon allein aus Kraftgründen keine Gegenwehr mehr zu erwarten. Man will einfach nur noch seine Ruhe haben und sich aufs Sofa legen. Ach, gut, dass du das sagst, Schatz. Das Sofa sollte eigentlich noch hier rüber. Glauben Sie mir, das hat nichts mit Geschmacksfindung zu tun, sondern ist eine geplante Methode, Männer anpassungsfähig zu machen. Vor allem wohnungskompatibel. Und so wird die Wohnung immer gemütlicher, während man sich durch einen Dschungel von Grünzeug, Palmen genannt, kämpft, wenn man das Telefon sucht. Ja, aber das Telefon läutet sowieso nicht mehr für einen, da es ja dauernd besetzt ist. Weil die Süße sich bei ihren Freundinnen bitter über die Gattung Mann beklagt.
da sie doch die winzig kleine Pornosammlung, zur Sicherheit im Digi-Format, im Werkzeugkasten, hinter den Büchern und unter dem Bett gefunden hat. Ja, ich meine, kann man sich auf gar nichts mehr verlassen? Was haben Frauen im Werkzeugkasten zu suchen? Ja, ich wollte dir den Hammer rauslegen, damit du die Katzenbilder und die Landschaftsaufnahmen aus der Toskana aufhängen kannst, aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher, ob das überhaupt noch nötig ist. Da glauben Sie ja kein Wort. Es ist nötig. Nachdem man ein paar Schränke und Sofas verschoben hat, werden die Bilder garantiert aufgehängt, und zwar exakt dort, wo Sie es wünscht. Genau genommen ist der Fund der Pornosammlung ein Geschenk des Himmels für Frauen. Denn während man nun 3 Wochen Bilder und Briefe auf dem Balkon verbrennt, kann sie die Wohnung so einrichten, wie sie es von Anfang an vorhatte. Ja, und wie es uns doch beiden gefällt, Schatz, nicht? Ich hatte übrigens noch einen Karton deiner Sammlung gefunden. Und schon verbringt man weitere 3 Monate auf dem Balkon. Wenn man in einen Neubau zieht, der gerade fertiggestellt wurde, kann man meist ziemlich viele in sich zusammengesunkene Männer auf den Balkonen wohnen sehen. Die wie Gefängnisinsassen Tipps für die besten Verstecke austauschen und sich gegenseitig Zigaretten anbieten, weil in der Wohnung sowieso nicht mehr geraucht werden darf. Und wenn man dann nach 3 Monaten vom Balkon in die gemütliche Wohnung zurückkehrt, haben die Lieblingsschlappen auf mysteriöse Weise den Weg in den Mülleimer gefunden. Und man steht artig wie ein Schuljunge vor der einzig leer verbliebenen Schublade und soll sich nun auch noch von den besten Boxershorts verabschieden, die einen lange Jahre treu und artig begleitet haben. Oh, oh. Am besten, man nimmt einen Träger Bier, geht wieder auf den Balkon und wohnt dort für eine Weile mit seinen nachbarlichen Freunden. Das Bett ist sowieso mit angsteinflößenden Teddybären besetzt. Im Bad muss man durch flauschige Vorleger zum Klo warten. Und während man im Stehen pinkelt, starrt man ein buntes Cartoon an, das Männer auffordert, hier im Sitzen zu pinkeln. Spätestens jetzt ahnt man, was Frauen unter gemütlich verstehen. Nichts als die Wahrheit. Ich saß wirklich auf dem Balkon. Ich war nicht so lange. Nein, nicht so lange. Du hast mich abends eingelassen. Aber ja. Ich bin aber ich habe wirklich andere Männer kennengelernt auf dem Balkon. Und man hat sich zugerufen. Schön, Schatz. Noch Fragen?